Hallo ihr Lieben, heute habe ich eine Rezension für euch und zwar zu Raven von Sarah Rivers. Das ist Band 2 der Nolan Brothers Reihe. Hier geht es wie gesagt um Raven, das ist der älteste Bruder der Familie. Es gibt insgesamt also Raven, Phoenix, Kate, Caleb und Summer. Und Raven ist wie gesagt, hat die Familie verlassen, weil sein kleiner Bruder, Jamie nämlich, verunglückt ist, hat einen Unfall gehabt und mit dem kommt er einfach nicht klar. Gibt sich selber die Schuld einfach und er hat die Familie dann verlassen und ist jetzt in Florida und hält sich da mit sogenannten Underground-Kämpfen über Wasser, was finde ich relativ zwar gut funktioniert für ihn, weil er meint, dadurch kann er seine Trauer, seine Wut und seinen Hass, den er hat, gegenüber sich natürlich und gegenüber dem, dass er seinen Bruder verloren hat, irgendwie kompensieren kann, also ausgleichen kann, bis er dann auch seine Freundin tot auffindet. Ja, leider sehr, sehr schlimm für ihn und versucht eben den Schuldigen zu finden. Er nimmt immer mehr Kämpfe an, er schleift seine Gegner nach dem Kampf dann irgendwo ein bisschen weiter weg, weil die Kämpfe, die finden in stillgelegten U-Bahn-Tunneln statt. Also da fährt auch kein U-Bahn, nichts mehr. Natürlich alles illegal, ganz klar. Und da finden diese Kämpfe eben statt. Und wenn er dann seinen Kampf gewonnen hat, dann schleift er seine Gegner so ein bisschen abseits und versucht eben rauszukriegen aus seinen Gegnern, ja, wer eben seine Freundin umgebracht haben soll und wer sie eben so zugerichtet hat, sage ich mal. Bis er dann May Chesterfield kennenlernt, bei seinem erster Kampf ist es für ihn nicht, er kämpft ja schon länger. Also für sie ist es halt wieder der erste Kampf, weil früher war sie immer bei jedem Kampf dabei, zusammen mit ihrem Bruder Marcus, der leider verschwunden ist. Sie hat schon versucht, ihn zu finden, hat ihn aber bisher nicht gefunden, weil sie vermisst ihn einfach, hat einfach Hals über Kopf das Waisenhaus, wo sie arbeitet, verlassen. Da sind sie nämlich beide aufgewachsen. Beide sind da aufgewachsen in dem Waisenhaus, weil die Eltern einfach mit ihrer Überziehung überfordert waren einfach. Ja, und jetzt möchte sie ihn finden. Die einzige Möglichkeit ist, Raven kann ihr vielleicht helfen. Er hat Kontakte zu dieser Kämpferszene quasi. Ja, er kennt sich da aus. Er kann vielleicht da ein bisschen seine Fühler ausstrecken. Und sie versucht ihn halt auch zu retten, weil sie erkennt, er läuft für irgendwas davon. Also sie merkt, irgendwas ist da. Und sie hat natürlich auch Dämonen in sich, mit denen sie zu kämpfen hat. Ich sage jetzt aber nicht was. Weil sie hat auch was Schlimmes mit ansehen müssen, was sie bis heute nicht loslässt. Sie hat Albträume, sie wacht schweißgebadet auf. Also alles andere als lustig, sage ich mal. Aber wie gesagt, zum Buch jetzt selber, zum Schreibstil, ganz, ganz toll, wie gewohnt, auch beim ersten Band. Bei Phoenix ist genauso gut wie jetzt hier. Ich finde, die Geschichte geht nahtlos ineinander über. May ist jemand, der wirklich für seine Überzeugung kämpft. Sie möchte ihren Bruder finden. Sie möchte endlich rausfinden, warum er eigentlich abgehauen ist. Und was er mit dem Mord an Ravens Freundin, wie das zusammenhängt. Also weiß sie, also ich will jetzt nicht mehr spoilern jetzt, sondern also wie gesagt, einfach vom Schreibstil hat es mir sehr, sehr gut gefallen. Die Geschichte natürlich auch sehr, aber einfach zwei starke Charaktere, die einfach mit sich sehr viel umtragen, also sehr viele innere Dämonen, mit denen sie sich auseinandersetzen müssen. Hat mir sehr gut gefallen. Vielen Dank an die Autorin, dass ich das vorab habe lesen dürfen. Und ich freue mich jetzt auf den dritten Band, der kommt im August, kommt der raus. Und Raven kommt jetzt im Juni. Könnt ihr euch den dann holen. Also wie gesagt, mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Eine ganz tolle, wunderbare Duologie bisher. Ich denke, der dritte Band wird sicher auch toll werden. Da habe ich keine Bedenken damit. Hoffentlich werde ich den dritten Band auch bald lesen dürfen. Schauen wir mal, vielleicht auch vorab gleich. Also mir hat es wirklich sehr, sehr gut gefallen. So, das war es eigentlich jetzt schon von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, dann schreibt es mir doch bitte unten in die Kommentare rein. Wenn ihr meinen Kanal und natürlich auch meinen Kanal abonnieren, also unten auf diesen roten Knopf klicken, wo Abonnieren draufsteht, dann verpasst ihr hier natürlich gar nichts.
Dann werdet ihr immer informiert, wenn ich ein neues Video hier auf YouTube hochlade. Teilt mir eure Meinung einfach mit in den Kommentaren. Wenn ihr jetzt nicht bei YouTube seid, kann ja auch sein, dann könnt ihr mich auch anderswo anschreiben, entweder bei Facebook, bei Instagram oder bei Lovelybooks oder auch mir eine E-Mail schicken, ganz wie ihr das wollt. Habe ich euch alles unten in der Infobox schön verlinkt, fein säuberlich. So, dann möchte ich mich von euch verabschieden. Das war's jetzt für heute mit diesem Video. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Genießt das schöne Wetter und den Feiertag heute. Servus und Papa. Ciao.